Hallo, liebe Seifenfreunde. Ich habe ein paar kleine Walnüsse gesammelt und mit diesen eine Form gegossen. Mit Hilfe dieser Form habe ich Walnüsse aus Gießseife gegossen. Nun möchte ich eine Walnusstorte machen. Als Farben habe ich ein dunkles Rot und Grün gewählt. Die Grundfarbe ist weiß. Natürlich bekommt diese Torte auch eine schöne Dekoration und dafür brauche ich natürlich auch die Walnüsse. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und hoffe, diese Torte ist auch eine Inspiration für euch. Als Muster habe ich dieses Mal ein sehr einfaches Muster gewählt. Ich habe den weißen Seifenleim in die Form gegeben und die Farben obendrauf gegossen. Zum Schluss habe ich das Ganze mit einem Glasstab etwas verrührt. Meine Sahnetuffs habe ich etwas bräunlich gefärbt, damit sie farblich passend zu den Walnüssen sind. Dazu gibt es dann noch ein paar grüne Blätter. Thank you.
24 Stunden ist mein Seifenleim fest und ich kann die Torte aus der Form nehmen und aufschneiden. Das Muster ist doch sehr schön geworden und die Farben kommen gut raus. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie euch diese Seife gefällt. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Schaut doch beim nächsten Seifenvideo auch wieder rein. Tschüss, bis zum nächsten Seifenvideo.